Die Minister hatten eine sehr positive Diskussion über die NATO-2030-Initiative. Dabei geht es darum, wie sich die NATO auch weiterhin anpassen kann an ein sich schnell veränderndes Sicherheitsumfeld. Mit zunehmenden Bedrohungen, systemischem Wettbewerb, Verlagerungen im globalen Machtgleichgewicht und zunehmende Herausforderungen der regelbasierten internationalen Ordnung. Ich habe den Eindruck, dass es erhebliche Unterstützung für eine ehrgeizige Agenda gibt. Wir sind uns alle einig, dass die transatlantischen Beziehungen nach wie vor der Eckstein unserer kollektiven Verteidigung ist, von zentraler Bedeutung für den politischen Zusammenhalt und eine wesentliche Säule für eine regelbasierende internationale Ordnung. Es geht darum, die Sicherheit und die Abschreckung und Verteidigung zu stärken. Wir sind uns einig, dass wir mehr tun müssen. So können wir unsere Solidarität und politische Entschlossenheit bekunden. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die gemeinsame Finanzierung erheblich aufzustocken, um die Abschreckung und die Verteidigungsmöglichkeiten zu stärken. Dann geht es darum, wie man die Rolle der NATO als wichtige transatlantische Plattform stärken kann in allen Sicherheitsbelangen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Resilienz verstärken können, indem wir Mindeststandards für kritische Infrastrukturen schaffen im Bereich Telekom und Energiesicherheit. Wir müssen auch weiterhin unseren technologischen Fortschritt wahren, die transatlantische Zusammenarbeit bei neuen Technologien stärken. Und wir müssen uns auch konzentrieren auf die Sicherheitsfolgen des Klimawandels. Ich glaube, dass die NATO hier eine führende Rolle spielen kann. Die Minister haben heute erste Schritte eingeleitet. Sie haben einen Bericht verabschiedet, um besser zu sehen, welches die Sicherheitsfolgen des Klimawandels sind und wie man sich da anpassen kann. Die Minister haben auch darüber gesprochen, wie man sich stärker global ausrichten kann, um mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten, darunter auch die EU, um die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen und gemeinsamen Herausforderungen entgegenzutreten. Wir wollen auch unsere Partner weiterhin unterstützen. Die Minister begrüßten auch die Bemühungen, das strategische Konzept der NATO zu stärken. All diese Vorschläge senden ein starkes Signal der Solidarität und der politischen Entschlossenheit. Die Minister haben auch weiterhin gesprochen über unsere Präsenz in Afghanistan. Wir alle sind uns einig, dass es keine leichte Lösung gibt und es gibt auch keinen risikofreien Weg. Und wir müssen uns auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Die Minister haben gesagt, sie wollen alles tun, um den Friedensprozess neu zu beleben. Denn eine Verhandlungslösung ist die einzige Möglichkeit, einen nachhaltigen Frieden zu erreichen, damit Afghanistan nicht wieder zu einer Plattform für den internationalen Terrorismus wird. Alle Seiten müssen diese historische Chance unverzüglich nutzen und alle regionalen und internationalen Akteure müssen ihre Rolle spielen, um ein friedliches, stabiles Afghanistan zu unterstützen. Die NATO hat etwa 10.000 Truppen in Afghanistan und die Mehrheit von ihnen sind nicht amerikanische Truppen. Heute haben wir keine endgültige Entscheidung getroffen, was die Truppenstärke anbelangt, aber wir sind entschlossen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit unsere Truppen sicher sind. Wir haben jetzt die historische Chance, um eine politische, friedliche Verhandlungslösung für den Afghanistan-Konflikt zu finden. Denn es finden jetzt Friedensgespräche statt. Wir haben einen Friedensprozess und die USA bemühen sich erneut, diese Gespräche wieder zu beleben. Und nach Jahrzehnten des Kämpfens und der Gewalt sind wir heute näher an einer Einigung als je zuvor. Aber gleichzeitig sind wir auch alle realistisch. Und wir wissen, das Ganze ist schwierig und hart, um echte Fortschritte zu erzielen. Und wir haben auch keine Garantie, dass die Friedensgespräche erfolgreich sein werden.
werden. Das Ganze ist sehr zerbrechlich und wir sehen auch, dass wir unbedingt Fortschritte machen müssen. Und deshalb fordere ich alle Parteien auf, guten Glaubens zu verhandeln, konstruktiv zu sein. Das gilt sowohl für die afghanischen Parteien wie auch für alle regionalen Akteure. Sie alle müssen den Friedensprozess unterstützen. Und insofern begrüße ich es, dass wir eine sehr gute, konstruktive Diskussion unter den Außenministern dazu heute hatten. Weshalb haben wir noch keine endgültige Entscheidung getroffen? Unsere Entscheidung wird natürlich davon abhängen, wie sich der Friedensprozess weiterentwickelt. Es wird neue Treffen geben. Auch der türkische Außenminister hat bestätigt, dass die Türkei bereit ist, ein Treffen auszurichten zur Unterstützung des Friedensprozesses in Afghanistan. Die Verbündeten wollen auch weiterhin die afghanischen Sicherheitskräfte unterstützen, auch finanziell. Wir werden diese Unterstützung bis zum Jahr 2024 weiter gewähren. Und das Wichtigste für uns als Bündnispartner jetzt ist, dass wir uns absprechen und eng konsultieren, gemeinsam entscheiden und gemeinsam handeln. Das war die klare Entscheidung. Das Prinzip ist ja hinein zusammen und wenn die Zeit die richtige Zeit ist, dann verlassen wir auch gemeinsam das Land. Die heutige Sitzung hat gezeigt, dass wir jetzt ein neues Kapitel in den transatlantischen Beziehungen eröffnen. Die Bündnispartner haben auch die eindeutige Botschaft von Außenminister Blinken begrüßt. Denn er hat das wiederholt, was Präsident Biden schon gesagt hat, dass die USA wirklich die Stärke der Allianz wieder aufbauen wollen, die NATO stärken wollen und sicherstellen wollen, dass die NATO zukunftsfest ist. Ich begrüße also diese klare Botschaft von Minister Blinken, sein starkes Engagement für die NATO. Und ich bin sicher, dass sein Engagement nicht nur Ausdruck findet in Worten, sondern auch in Taten. Und darum geht es ja auch bei NATO 2030. Wir wollen sicherstellen, dass wir uns nicht nur engagieren dafür, dass wir einander beistehen, Nordamerika und Europa innerhalb der NATO, sondern wir wollen auch konkrete Entscheidungen treffen im Laufe des Jahres auf der Ebene der Regierungs- und Staatschefs. Die Vorschläge zu NATO 2030 zur Resilienz, zur Abschreckung, zur Verteidigung, zur Technologie und zu einer engeren politischen Konsultation und viele andere Fragen. Bei all denen geht es um die Stärkung des Bündnisses und um die Stärkung der transatlantischen Beziehungen innerhalb der NATO. Einer der Vorschläge bezieht die gemeinsame Finanzierung, denn wenn wir mehr tun wollen, dann hat das auch Konsequenzen, was die finanziellen Mittel anbelangt. Wir haben jetzt nicht über konkrete Zahlen gesprochen, weil das Ganze ein laufender Prozess ist. Wir werden uns auch weiterhin austauschen darüber. Die Vorschläge werden auch noch nachgebessert. Aber ich denke, im Laufe der letzten Jahre haben wir ja auch erlebt, dass die Verteidigungsausgaben der Bündnispartner erheblich aufgestockt wurden. Aber nur ein kleiner Teil der Mittel fließen in diese gemeinsame Finanzierung. Wir haben einen Haushalt für die zivile Seite. Wir haben einen Haushalt für die Investitionen. Und ich möchte die Mittel erheblich aufstocken. Und jetzt wird das unter den Bündnispartnern diskutiert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man sich einig ist, dass wir mehr Geld brauchen, wenn wir mehr tun wollen.